So, willkommen zurück zum zweiten Teil hier auf YouTube von meinem Reingeschaut in Atomic Heart. Und hier auf Twitch geht es natürlich nach der Pause weiter. Aber ich setzen hier. So, wir sind stehen geblieben, als wir hier vor diesem komischen Polymer waren, wo wir jetzt durchtauchen wollen. Und da werden wir jetzt weitermachen. Let's go! Schon müsste alles laufen, ja. Let's go! Tauche mit B aus dem Polymer aus. Leitet uns. Hä? Da bin ich rein. Da will ich lang. Jetzt geht's. Aber Sauerstoffanzeige hat man nicht, ja? Ist keine Zeit zu verlieren. Anscheinend brauchen wir da keinen Sauerstoff. Wir haben ein volles Haus! Ist außer Betrieb. Fahre das Steuerungssystem erneut hoch, um diesen zu reaktivieren. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Wäre zu einfach gewesen. Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Okay. Interessant. Da muss sich doch was bewegen. Irgendwas. Was war das? Wo finden wir den Schlüsselcode? Stationsvorsteher. So ein Witz. Denk dran, Fabrikator Nora regelmäßig aufzusuchen, um deine Handschuhfähigkeiten öfter zu verbessern. Ach, das geht auch? Warte mal. Was soll es sein, Major? Chance verbessern. Dafür brauche ich 32, 54 habe ich. Ah. Abholen. Erfrierung. Das nehme ich auch mal. LB. Cool. Meistens Telekinese, Polymerstrahl, Polymerschild und Energie des Charakters. Okay. Interessant. Fähigkeiten einsetzen. Halte LB gedrückt, um deine ausgewählte Fähigkeit zu verwenden. Drücke nach oben, Fähigkeit zu wechseln. Bei Bedarf können Sie während einer Fertigkeit aktiv ist, eine andere aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. Der aktive Skill wird dann unterbrochen und der alternative Skill wird ausgeführt. Okay. Erfrierung. Friere deinen Gegner ein, um sie für gewisse Zeit zu verlangsamen. Denk dran, ein eingefrorener Gegner erleidet nur einen Teil des Schadens deiner Angriffe und taut mit der erlittenen Treffer schneller auf. Okay. Verstehe. Ja. Wollen wir das mal testen? So habe ich eigentlich. Ja, habe ich. Ich dachte, die Aufnahme würde nicht laufen. Wäre doof. Gut. Okay. Was ist hier hinter? Ja. Das Kluge ist, da runter zu springen. Nee, wa? Ah, ich komme hier hoch. Ach komm, Leute, nicht so versteckt hier. Frech. Das ist frech. Der Schaltplan. Muss den Schaltplan finden. Die Frage ist echt, wo es den Code gibt. Da ist er. Ach da. Weiß oben links und dann. Okay. Charles,
Dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Ohne Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh Scheiße, der lebt noch! Schaltplan! Brauchst du Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht! Nein! Ohne Schaltplan geht gar nichts! Die Toten haben ein Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Okay, da war ich etwas zu schnell. Sonst gar nicht gesehen, dass man ihn ansprechen kann. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche! Was haben wir hier? Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte einnehmen. Tut mir leid, keine Fahrkarte. 10, 9, 8, 7, 6, Abfahrt. Ach, im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Ich hab doch gewusst, das wird... Häufige Gefahr. Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Also von dem Polymer brauche ich echt bedeutend mehr, ey. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Und jetzt? Okay. Vertikal hin, das kommt jetzt. Brauche ich es aber nicht. Weil ich da einfach drunter laufen können. Ah, das ist so wieder hochzukommen oder wie? Wait, what? Ach so. Ah. Okay, ist für mich ein bisschen zu laut hier. Ah, ein bisschen leiser hier. Ist gespeichert? Ja. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Definitiv. Kann man gut sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Dieser Wurm ist ganz schön nervig.
Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Alter. Oder der Wegemann. Der ist ja nett. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gewürzzüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Irgendwas zum Looten, ja, da. Aber dieses Polymer, das will ich haben. Ganz viel. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Das ist ja frech jetzt. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Komm ich da rein? Warum habe ich zwei Marker jetzt? Ich glaube, wir müssen rechts weiter. Gehen wir hier runter. Okay. Das war frech. Okay. Ja, der Tod war jetzt natürlich nicht gewollt. Schade. Weiter. Boah, ernsthaft? Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht, da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Machen wir halt alles noch einmal. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Also ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter.
Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Drei Schüsse braucht er. Die hab ich eben gar nicht gemacht, den Typen. Hat es dir vielleicht doch nochmal gelohnt, nochmal zu machen. Dem muss ich jetzt nicht nochmal quatschen. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Oh. Schlechtes Timing. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Hätte auch eben speichern können, nicht Dulli. Oh, ich hab was. Bauplan. Speichere Daten. Wo sind wir denn hier? Ah, so komme ich hier rein. Oh, eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Ich komme auf Ideen, echt. Was haben wir hier? Okay, verdächtigte Aktivitäten. Kann ich nicht draufklicken? Warum? Hallo? Mhm. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. So knallhart. Ich erzittere. Spritzt dein Polymer in mich hinein? Lass dich von... Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was ist... Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand. Ich will noch mehr verbessern. Ich habe irgendwas für die Schrumpfwinde bekommen. Irgendein Lauf? Ah, hier. Nee. Feuerrate wird hier erhöht. Griff. Ah, den muss man finden. Das kann ich mir immer noch nicht leisten. Das auch nicht. Und hier. Auf Karte anzeigen. Wow. Das sagt mir viel.
Wo bin ich? Okay. Materialien haben wir eigentlich noch genug. Heilung haben wir auch genug. 2, 4, 6, 7. Ja. Aber wir können mal Munition herstellen, oder? Oder wir lernen noch erstmal noch was. Was gibt's denn bei Charakter noch? Er erhöht Anzugsschutz vor Laserangriffen. Das ist krass, was es alles gibt. Aber ich wäre mal für das hier. Element nicht verfügbar. Erfordert 38. Ich hab doch 38. Frech. Was brauche ich denn noch? Ich habe 38 Neuropolymer. Und ich brauche 27. Aber ich darf es nicht herstellen. Das ist ja gemein. Nein. Mach mal Charakter, muss ich das extra auswählen oder was? Vielleicht darf ich gerade nicht. Das tat weh. Oh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wär's. Sollten wir auf Nahkampf jetzt gehen. Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir hier. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist Victor? Du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe Rot. Lockdown in Gang. Ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Okay, das ist der Bösewicht, ja. Aber man kann nicht rennen. Das wird ein bisschen blöd. Warum ist jetzt verschlossen? Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC-4? So ist es. Die Birke PEC-4
ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Oh. Hey, lass mal offen. Duden. Ja, mal wieder jemanden zum Reden. Was hast du zu sagen? Sie sind in der Wand! Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum! Ich fürchte mich vor ihnen! Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Ha. Okay, da ist noch was. Metallteile. Achso. Also in den Komplexen ist das Spiel sehr linear und in der offenen Welt ist es dann natürlich offen. Munition scheint aber auch sehr rar zu sein, ne? Irgendwas hier auch da. Hier Schönes. Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm. Okay. Okay. Will Gegner jetzt werden? Vielleicht doch nicht. Denk daran, dass tägliche Laborausstattung Eigentum der kommunistischen Partei. Was kann ich hier machen? Boah, was? Diese Lader spielen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig! Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Das ist richtig.
Ha. Interessant. Das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Gut, mehr ist hier nicht. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Huh. Oh, ich komme hier nicht durch, frech. Oh, ich muss da hoch. Ah, ich verstehe. Ich muss ihn hier anhalten. Nein, das ist nicht gut angehalten. Das ist besser. Hey. Ich komm mal so rein. Du hängst ein bisschen fest, oder? Das ist blöd. Naja. Der ist scheiße gefallen. Das Scannen hat mich bis jetzt irgendwie nicht wirklich vorwärts gebracht, oder? Kamera. Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Die Mucke. Ein seltsames Lied. Aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Sie empfangen sie nicht wirklich. Das ist... Und nun zum Wetterbericht. Ha. Das mit dem Polymer ist cool gemacht. Was jetzt? Bauplan freigeschalten, Elektro. Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können.
aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut, wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Tja, was haben wir denn hier? Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja. Fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange. Gefällt es dir, Liebling? Energiewaffen. Energiewaffen verschießen keine Kugeln, sondern verbrauchen über eine Kabelverbindung die Energie deines Handschuhs. Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Ah, unten rechts. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt. Können wir denn hier... Ich kann die Dingswaffe verbessern. Die Axt. Ne, was ist denn das? Fuchs? Ja, warum nicht? Ich habe gerade die Materialien dafür, von daher. Kleine schnelle Axt. Okay, es gibt nur einige Waffen. Oh, der Fatboy wird interessant. Hab ich noch Polymer 60? Darf ich da jetzt das zum Beispiel machen? Nö. Verstehe nicht. Kann hier gar nichts machen. Frech. Nein. Geh doch nicht immer raus. Massentelekinese. Wie wär's denn damit? Element nicht verfügbar. Was denn für ein Element? Naja. Dann sparen wir halt. So, den ersten Mondstein habe ich. Hä? Wo kam ich denn? Mach auf. Hallo? Warum ist die Tür zu? Kam durch den Schacht. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Der Fabrikator ist komplett irre geworden. Seinetwegen plappert sie ekligen Sexdreck und produziert albernen Schrott statt anständiger Waffen. Oh, und bringt Leute um. Heißt das, wir sind unbewaffnet? Ah, alles ist besser als nichts, oder? Ich trete einem Roboter lieber mit einer Klobürste als mit bloßen Händen entgegen. Da ist er. Die Mucke.
Hab ich jetzt alle? Scheint so. Nee. Hier ist noch einer. Natürlich muss der letzte Behälter tief im Quantenarschloch des Universums stecken. Passiert sowas auch anderen oder hab ich einfach Glück? Ich hab einen. Was, Alter? Ich hab noch einen. Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Was bist du? Ist das Luna-Denkmal, Symbol des sowjetischen Mondprogramms und des ersten großen Sieges der UdSSR in der ergebnisoffenen Erkundungsmission. Puh, die Anlage ist... Aufgepasst, schaut regelmäßig beim Fabrikator Nora vorbei und vergesst nicht, aktive Fähigkeiten zu lernen und eure Waffen zu verbessern, um auf Missionen so effektiv wie möglich zu sein. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Wawilow-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Jetzt wird mir gesagt, ich soll hier alles verbessern, aber ich kann ja nicht alles kaufen. Zugang gewährt. Das verstehe ich halt nicht. Das durfte ich jetzt. Ach so, nur die rot hinterlegt sind, darf ich. Ah. Ach so. Jetzt verstehe ich. So, ah, okay, jetzt wird ein Schuh draus. Ich bin dumm. Polymerstreif. Verwende Polymer und verstärke die Effekte von Erfrieren, Feuer und Elektrizität. Trage Polymer auf eine Oberfläche auf oder schütte es direkt auf deine Gegner. Ah. Okay. Interessant. Okay. Verstehe. Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Okay. Na, scheiß drauf. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Da ist geschützt.
Leider nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass es hier noch irgendwas Wichtiges gibt. Munition habe ich eigentlich 17. Wir können ja mal die Waffe hier testen. Zwei fürs Zusammenzucken. Au. Schöner Kopfkick. Hänge. Gerade echt gemein. Auf damit. So kommt man natürlich auch an Ressourcen, ne? Fest. Jetzt nicht mehr. Weg mit dir. Irgendwas hier, ne? Wäre die Saatgutbank. Detektion des automatischen Schadensbegrenzungssystems. Die Dinger nerven. Fehler des Sicherheitssystems. Alle Mitarbeiter sofort das Gelände der Saatgutbank verlassen. Hey, na. Das war nicht geplant. Kommen wir davon noch? Ich glaube, das war's. Denk dran. Ja klar. Neue Waffe. Speichere Daten. Autorisierung. Major. Ja, aber nicht genug Ressourcen. Schade. Wir können ja mal... Oh, Waffen nehmen natürlich auch alle Slots weg, ey. Natürlich blöd. Ich bleib mal bei der großen.
viel Heilung ich habe, ey. Oh. Können ja mal was zerlegen. Ah, gibt nicht viel. Schade, sonst hätte ich gedacht, ich könnte mir das hier holen, aber es sind zu wenig Ressourcen. Viel Platz hat man echt nicht, ey. Ja, tun wir auch mal weg. So. Autorisierung. Major Nechayev. Das können wir hier wieder verbessern. Erhöht Einzugsschutz vor Laserangriffen. Das will ich gern. Doppelsprint. Ach, die Reichweite ist einfach nur erhöht, oder was? Ah. Speichere Daten. Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Oh. Habe ich gemerkt. Kritischer Fehler des Sicherheitssystems. Arme Mitarbeiter, sofort das Gelände der Sandblutbank verlassen. Oh. Da oben. Das Geschütz ist ja nervig. Wird nicht repariert. Der nächste. Jetzt mal gut. Ah ja, dann reparier von mir aus. Geräuschkulisse hier überall. Wie geht's denn hier? Okay. Oh.
Ding mich erwischt hat. Ja, Löcher. Gut jetzt. Hier gab's gute Ressourcen. Irgendwie ist der Alarm noch nie groß gestiegen, oder? Hallo? Ich würde gerne da hoch. Mein Gott, du nervst. Jetzt? So, es geht noch höher, das Ding. Ah, okay. Ich war nicht ganz so. Gibt's auch noch Loot? Immer her mit dem Loot. Da komme ich her. Nicht mit Robotern. Wie viele kommen denn von den Dingern noch? Soll ich da jetzt rüberspringen oder was? Ich bin nicht mal zu weit, oder? Selber benutzen, nicht Dulli. So eine Lock-on-Funktion wäre das schlecht. So. War schon 3 Stunden am Stream fast. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. So. Sind wir denn jetzt hier? Komme ich hier auch rein? Nee. Hindernis, ja, weiß ich. Wir gucken, ob es noch irgendwas gibt. Ich
Was soll ich denn hier machen? Ah, verstehe. Nette Mechanik. Aber hier war ich schon, oder? Vielleicht doch nicht. Oder doch? Vielleicht auch nicht. Hier gibt es echt viele Ressourcen. Wo geht's da hin? Der Fahrstuhl? Doch, dann war ich hier schon. Okay. Ah ja, ja, na klar. Jetzt chillt da oben, oder was? Dann chillt mal. Aua! Du kleiner! Frech. So macht man das. Ich muss hier sogar lang. Ach so, ich wäre dann nur von da oben. Ah, okay. Ja. Verstehe. Ist noch irgendwas? Was geht mit ihm hier eigentlich? Der ist witzig. Ich will aber nochmal hier hoch, weil hier müsste noch Loot sein. Das war wieder alles ganz. Nee, doch nichts, okay. Dann rein da. Aua. Das jetzt gesagt. Das ist ja doof. Ah, warte mal. So. So. Ach so, nee, das ist genau niemand. Naja. Muss nur. Das ist aber frech.
Easy. Oh, hier muss ich gar nicht hin. Was? Vielleicht doch. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Ich glaube, der ist schon Matsche. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Mhm. Und die andere von da oben wahrscheinlich. Halt, die ist da hinten. Fehler. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Die wir hier wahrscheinlich finden irgendwo. Da geht's nicht rein, da auch nicht. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier zu lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Was geht mit ihm? Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese? Willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist. Nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3, Zugang. Gewährt. 56 haben wir. Das können wir noch nicht, das haben wir schon. Polymerschild. Energie des Charakters. Was haben wir hier? Parcours. Machen wir das hier. Erfrierung. Ah, komm. Warum nicht? Haben wir das eigentlich noch aktiviert, ja. Jetzt habe ich noch 18. Hätte ich nicht viel machen können. Nö.
Ja, speichern. Speichere Daten. Aber wir haben schon 3 Stunden geschafft. Boah, ich würde sagen, das war's. Mit meinem Reingeschaut in Atomic Heart. Ich finde das Spiel gut. Jeder, der den Game Pass hat, sollte zugreifen. Und die anderen müssen es halt kaufen. Ich habe alles überlegt, es mir für die PlayStation zu kaufen. Aber da ich einen Game Pass habe, dachte ich mir, ja, spielen wir es halt kostenlos. In Anführungsstrichen. Und ja, das war's mit meinem Reingeschaut in Atomic Heart. Hier auf der Xbox Series X. Und mein nächsten Video, was dann wahrscheinlich ein Let's Play werden wird, dann Video on Demand auf YouTube, wird dann die PSVR 2 sein. Und zwar Horizon Call of the Mountain. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch einschaltet. Und mir gerne dabei zuguckt, wie ich dieses Spiel spiele. Und ansonsten wird der nächste Stream, was ist das nächste? Dann wahrscheinlich Resident Evil 4 werden. Denke ich mal, ja. Was ich dann wahrscheinlich sogar live Let's Playen werde als Stream. Aber es dauert dann noch ein bisschen bis dahin. Und ansonsten sehen wir uns dann beim PSVR wieder. Ich hoffe, sie kommt morgen, weil morgen ist Release-Tag. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und ja, mein Fazit zu Atomic Heart, es macht Laune, es sieht gut aus. Und so schwer finde ich es gar nicht, wie sie alle behaupten. Bis jetzt zumindest. Wer weiß, vielleicht wird es noch schwerer, keine Ahnung. Und ja, für mich war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday, hier auf meinem Kanal reingeschaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.